Halli, hallo, Hallöchen. Herzlich willkommen zum besonderen Video von mir. Jetzt habe ich doch tatsächlich schon 8000 Abonnenten auf YouTube. Ich bin platt. Ich freue mich so. Vielen Dank für eure Unterstützung und ich möchte euch hier gern einen Blumenstrauß schenken. Ich möchte hier ein Blumenbouquet reinmachen. Ich hoffe mal, das funktioniert. Ich habe mir mein Mastercard schon angemischt. Mein liebstes Harz für Blumen. Ich habe mir hier ein bisschen was abgefüllt und werde jetzt hier mal ein paar Tropfen Weiß reingeben. Für meine Basis, für die Blumen. Diese Pigmentdrops von Stefan Etter sind sehr ergiebig, also da müsst ihr wirklich vorsichtig dosieren. Das sieht vielleicht erstmal nicht so aus, aber dann auf einmal färbt es und ja. Also es ist auf jeden Fall besser zu dosieren als irgendein Pigment, eine Pigmentpaste oder Pigmentpulver. Kann man in Tropfen arbeiten. Vielleicht wird der Tropfen auch mal ein bisschen größer oder ein bisschen kleiner. Aber es ist einfach prima. Es ist eine saubere Sache. Und ja, also ich habe das Weiß jetzt hier mal vermischt. Ich streife das immer noch mal ab und rühre das noch mal unter. Und dann könnt ihr schauen, wie es für euch ist. Ich denke, das ist jetzt okay. Sollte nicht zu transparent sein, nicht zu opak, sonst kann sein, das kleckst euch. Ich muss jetzt erstmal hier mein Mastercast einfüllen. Also in die Form, da habe ich noch nichts reingegeben. Und ich habe mir das nachher, habe ich überlegt, mit rosa, lila bisschen hier gestalten. Ich hole mir das mal näher her. So, mein Mastercast ist angerührt. Ich habe mal langsam gerührt. Natürlich sind immer wieder ein paar Bläschen da. Ist ja normal. Leider Gottes. Ich fülle das ein und fülle das Ganze. Da brauche ich euch jetzt nicht mitnehmen. Ich gehe dann am Rand entlang und dann hole ich euch gleich wieder dazu. So, ich habe mir mein Weiß jetzt angemischt und lege mal los. Ja, ich mache jetzt einfach hier ein paar Blumen rein. Ich hoffe, das funktioniert, dass sie einigermaßen schön werden. Es zieht sich um alles Richtung Mitte, dann sieht sowieso alles mal anders aus. Okay. Jetzt hier eine Blume, die machen wir ein bisschen größer. Okay. Dann mache ich hier, hier und dann noch zwei kleine. So habe ich mir überlegt. Wie es nachher letztendlich wird, das ist die andere Frage. Ja, ich wollte kleinere. Ja, das ist sehr klein. Ach, Mann. Das Weiß sieht gut aus, wenn es nicht ploppt. Das sind wir mal ein bisschen am Anfang. Wenn, auch beim ersten Eingießen kann sein, das ploppt ein bisschen, aber es wird mein Material so langsam weniger. Ich will jetzt hier wirklich kleine machen. Ich muss ja auch noch aufgießen mit der zweiten Farbe. Das wird jetzt wirklich mal sportlich knapp. Okay. Vielleicht mache ich dann gar nicht so viele verschiedene Farben. Vielleicht ein bisschen heller, ein bisschen dunkler. Also normalerweise habe ich immer übrig, aber irgendwie heute scheint es nicht zu funktionieren. Okay. Also. Da fehlt ja. Aber wenn ich jetzt hier auch noch auffülle, dann. Dann habe ich dann gar kein Material mehr übrig. Sonst sieht es so leer aus. Da noch eine kleine. Ich hoffe, dass es noch reicht irgendwie. Dass ich wenigstens die Mitte ein bisschen betonen kann. Ja, jetzt will man was Besonderes machen und dann geht das Material aus. Das gibt es ja auch nicht. Ich hätte mir wirklich mehr anmischen sollen. Die Form ist übrigens von Molds and Shapes. Die ovale Tablettform. So, ich mache jetzt mal hier einen Tropfen rein in dem Pink. Sind echt sehr ergiebig. Seht ihr, was ein Tropfen hier schon ausmacht? Das muss man halt gut vermischen, dass es wirklich einheitlich ist. So. Wirklich sehr wenig und das wird jetzt auch immer ein bisschen dicker. Okay, also
Dann, und es arbeitet schon. Es zieht sich schon mit der Mitte. Das sieht man jetzt hier. Okay, dann fange ich in der Mitte an. Ich muss einfach versuchen, dass ich wirklich wenig reinmache pro Blume. Okay, ja. Oh, das wird wirklich knapp. Aus dem Spritzbeutel wäre es noch besser, dann könnten wir es noch besser rausdrücken. Aber ja, es ist halt schon so. Vielleicht reicht es ja. Es muss einfach reichen. Kaum 4 Stück noch. Oh je. Brauchen wir so einen kleinen Farbplex in der Mitte. Ach, aber so knapp war ich noch nie. Wow. Aber wirklich. Ach, ich hoffe, das reicht noch für diese 2. Und ich wollte es so schön bunt machen. Aber ja. Schon so. Und ein Kleckser, klar. Letzte. Da tauche ich auch noch rein. Aber es reicht irgendwie. Reicht's. Puh, seht euch das an. Also wirklich total leer. Ich sehe den Boden schon. Puh. Ja, ich will auch gar nicht mehr so arg viel dran rummachen. Die in der Mitte, die sieht aus, wie wenn sie sich nicht so richtig entfaltet. Da gehe ich jetzt mal hier, wo diese Blüten sind, nach innen. Und hier im Zwischenraum so ein bisschen nach außen, dass ich so ein bisschen eine Verbindung schaffe. Und dann hoffe ich einfach, dass es noch arbeitet und dass es schön wird, weil ich möchte es ja zu meinen 8000 machen. Genau. Danke fürs Video. Einen schönen Blumenstrauß. Mal sehen, ob es klappt. In der Mitte hier gehe ich nur, mache nur einen Wirbel. So, einfach einen Kreis rum. Überall einen Wirbel. Hier ist mir irgendwas drin. Oder was ist das? Luftblase. Dann kann ich da mit dem Feuer wegmachen. Nee, da ist irgendwas drin. Hier auch. Also ich mache es überall. Ein Wirbel in Mitte. So. Das ist ein Blumenbouquet. Also es ist sehr komisch, dass die in der Mitte sich gar nicht zusammenzieht. Ich weiß nicht warum. Also hier ringsrum, da ist irgendwie so ein komischer Abstand. Naja, wir lassen es einfach mal stehen. Es verändert sich ja noch. Hatte noch Zeit zu schwammen und schrumpfen. Das mal ist halt nur in rosa und weiß. Ich wollte eigentlich noch ein bisschen mehr machen. Aber ja, genau. Also das war's mal für den Moment. So, hier meine Nahaufnahme. Bin mal gespannt, wie die aussehen. Ich habe ein paar löchrige Stellen. Ich habe die Befürchtung, ich habe Alkoholspray reingesprüht in die Form und das hat dann solche Löcher hinterlassen. Naja, gut, schauen wir mal. Vielleicht wird es ja trotzdem ganz gut. Lass uns überraschen. So, jetzt hat sie es bisher so verändert. Ich schiebe das jetzt mal auf die Seite. Und mische mir mal die Farbe für meinen Hintergrund an. Ich habe jetzt mir meinen Ultracast schon angemischt. Irgendwie habe ich heute wirklich Probleme mit Bläschen, obwohl es so warm ist. Keine Ahnung. ich werde jetzt hier 2 verschiedene Farben anmischen. Oder 3 insgesamt natürlich. Ich möchte gerne einen Crackle-Effekt machen. Mal schauen, wie ich da hinkomme. Ich habe nochmal 190 Gramm Harz angemischt. Hm.
Ja, ich probiere es einfach mal aus. Also ich möchte hier Resin Ink Schwarz, das Pure Black, reinmischen. Das ist meine Grundlage quasi. Machen wir 3 Tropfen rein. Und dann habe ich mich entschlossen, das Magic Smoke zu verwenden. So ein Grau. Und Interference Rose. Ich hoffe, das beißt sich nicht zu so sehr mit der Farbe meiner Blume. Da gebe ich jetzt jeweils ein bisschen was rein. Oder, ja, es kann ja schon stark sein. Ich hoffe, das funktioniert. Oh Gott, bin aufgeregt. 8000 Abonnenten ist natürlich schon eine Hausnummer. Da möchte man schon was Schönes zeigen und hoffen, dass es funktioniert. Sonst muss ich das Ganze nochmal machen. Das ist Interference Rose. Seht ihr? Spatel, dass es so ein bisschen Schimmer hat, so rosa Schimmer. Und ich mache jetzt noch hier minimal, wenn ich noch einen Spatel finde, von dem White Plumeria rein. Das ist von Laura's Art Corner. Den Namen durfte ich benennen. Mega Sparkle. Das mache ich noch in das Schwarz rein. Einfach so als Schimmer, als Glanz. Danke, Laura, für dein Vertrauen. Der Name hat ja gut gepasst. Sie war da gleich einverstanden. Ich mische das jetzt gut durch und dann hole ich euch wieder dazu. Also, ich habe versucht, das wirklich mega, mega gut zusammenzurühren. Das ist das Magic Smoke. Das ist das Interference Rose. Und hier habe ich nochmal 7 Tropfen reingemacht. Das war viel zu hell. Mit dem White Plumeria, das Resin Ink in Black, Pure Black. Okay, also, dann drücke ich mir selber mal die Daumen, dass es funktioniert. Sorry. Also, dann cracken wir mal. Ich nehme jetzt erstmal das Schwarz als Basis. Verteile das jetzt hier mal. So gut es geht. Ich brauche noch ein bisschen zum Aufgießen. Deswegen versuche ich das kurz mit dem Föhn noch besser zu verteilen. Ja, ich hole euch gleich wieder dazu. So, ich habe das jetzt hier ein bisschen verteilt im Föhn, weil ich wollte es hier das nicht drehen. Ich habe Angst, es löst sich dann das untere und läuft dann nachher was drunter. Ich wollte es nicht mit dem Spatel verteilen, weil vielleicht sonst verletzt sich die Blume irgendwie. Genau, also ich habe das jetzt hier verteilt. Ich habe natürlich wirklich zu wenig angemischt. Also macht lieber ein bisschen mehr an. Das ist immer echt ärgerlich. Ich weiß es ja eigentlich. Lieber ein bisschen zu viel als zu wenig. Und ja, jetzt geht es weiter mit dem Crackle-Effekt. Und zwar gieße ich jetzt das hier rein. Komplett. Ich hoffe, dass ich jetzt hier kein Mist baue. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich glaube, jetzt kratze ich es aus. Ich habe es ja im anderen Behälter. Dass ich alles verwende. Ich habe ja von der Form her Platz eigentlich. Ich dachte, sie muss nicht ganz voll sein, aber je mehr drin ist, desto besser wahrscheinlich. Sieht ein bisschen eierig aus. So, also einmal. Das auf die Seite stellen. Und dann sehr viele Bläschen. Nämlich das Interference Rose und gießt es auch hier in das Grau rein. Einfach alles rein. Ui, da kommt mir sowas runtergetropft. Das ist natürlich jetzt blöd. So, die wird schon gut voll. Den Rest rauskratzen. Bin echt gespannt, wie das wird, ob es funktioniert. Wie ich mir das so ein bisschen vorstelle.
So. Okay. Und dann gieße ich meinen ganzen Rest von dem Resin Ink Pur Black rein, gemischt mit dem tollen Sparkle White Flume hier, einfach noch in die Mitte. Das kratze ich jetzt nicht aus, weil in dem Bild noch bis angemischt. So. Sieht ja schon mal cool aus. Oh Gott. Ui, jetzt tropft mir das noch rein. Toll. Naja. Okay, schon passiert. Ja, es hat sehr viel Schaum jetzt auf der Oberfläche. Dann könnt ihr mit dem Feuerzeug wegbringen. Das ist so ein Sturmfeuerzeug. Verbrennt euch nicht die Form, verbrennt euch nicht das Harz. Lasst es ein bisschen arbeiten und dann könnt ihr dann nachher nochmal mit dem Feuer nochmal Bläschen entfernen. Also es bildet sich immer wie so ein Schaum, immer irgendwie komischerweise an den Übergängen zwischen den Farben. Also es ist wirklich ein Phänomen. Keine Ahnung warum. Ich lasse es einfach hier mal stehen. Lasst vielleicht die Kamera noch mitlaufen. Mal sehen, wie es verändert. Ich gehe vielleicht noch kurz mit dem Föhn drüber. Mit dem Föhn und dann noch wieder mit dem Feuer. Und dann, ja, ich lasse einfach weiterlaufen. Und ich bin so gespannt, wie es dann nachher auf der anderen Seite aussieht. Ob jetzt ein Effekt entstanden ist, wie ich es mir vorstelle. Hoffentlich sieht man das Interference Rose auch noch drunter. Ja, es ist spannend wie immer. Also, ich lasse mal weiterlaufen. Dann schauen wir mal, wie sich es noch verändert. So, also es hat sich ein bisschen verändert. Ich habe es jetzt eine Weile stehen lassen. Habe das auch jetzt im Schnelldurchlauf vorgespult, dass man ein bisschen was sieht. Hier bilden sich solche Pünktchen. Ich denke, das ist immer ein gutes Zeichen für einen Fraggle-Effekt. Ich hoffe einfach, dass es klappt. Würde mich echt wirklich mega freuen, wenn das jetzt hier so funktioniert. So in der Art, wie ich mir das vorstelle. Aber ja, Harz hat immer seinen eigenen Kopf und ist immer für Überraschungen gut. Schauen wir mal am Ende, was dabei rauskommt. Das erfahre ich dann beim Ausformen und ihr auch. So lange bleibt spannend. Alles klar, okay, dann ja, hoffen wir einfach das Beste. Und dann hole ich euch wieder mit dazu beim fröhlichen Ausformen. So, Ausformzeit. Ich drehe das jetzt einfach mal rum, es ist noch nicht ganz ausgehärtet. So sieht der Craggle-Effekt bis jetzt aus. Ja, ich lasse es hier noch voll auf dem auf der Unterlage aushärten. Ich gehe mal davon aus, ich kann es rausholen. Und ich hoffe, dass hier ein wunderschöner Blumenstrauß entstanden ist auf dem Crackle-Untergrund. Juhu! Ach, das gefällt mir jetzt aber gut. Da ist ein bisschen, hat der Crackle sich den Weg gespart. Man sieht auch im Prinzip nur das Grau, das Magic Smoke. Das Interference Rose ist irgendwie verschwunden, aber auch die Blumen sind ja toll. Also mir gefällt es mega gut. Lauter Röschen. Und in der Mitte habe ich jetzt diese Blume gewählt. Von den Blobs ist auch total okay. Von der Farbe gefällt es mir gut. Hier ist so ein bisschen Sparkle in dem Schwarzen drin. Oh, ich bin froh. Ja, das ist mein... mein Dankeschön an euch, meine 8000 Abonnenten. Ich freue mich mega und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich könnte euch ein bisschen Anregung geben, euch ein bisschen inspirieren und freue mich auf die nächsten Abonnenten, auf die nächsten 1000. Das ist mein nächstes Ziel, die 9000. Aber jetzt bin ich erstmal bei 8000 angekommen. Bin mega zufrieden, freue mich sehr und ja, genau. Cool. Ich hatte in dieser Form schon mal was anderes probiert. Das war total verzogen. Da dachte ich so, okay, meine Challenge, ich probiere das jetzt. Und es hat total super geklappt. Also ich bin total zufrieden. Wie gesagt, ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich filme noch drüber, hänge vielleicht noch ein, zwei Bilder mit an. Und ja, bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Würde mich wirklich über eure Kommentare freuen.
über einen Daumen hoch, über ein Abo. Und wenn ihr Lust habt, sehen wir uns zum nächsten Video. Dankeschön, vielen, vielen Dank. Auch an Stefanie Etter für die Farben, an Molds & Shapes für die Form und an Laura's Art Corner für den tollen Glitzer, den ich immer wieder einbaue hier in Form von White Bloomeria mit einem ganz feinen Sparkle. Vielen, vielen Dank an euch und ja, bis zum nächsten Video. Ciao!